herzlich willkommen zur Bibelwoche 2022. Bibelwoche meint, sich nicht nur mit einem Text oder mit einem Gedanken zu beschäftigen, sondern mit einem ganzen biblischen Buch. Das hat eine große Tradition hier im Südharz und in der Goldenen Aue, in den Pfarrbereichen Stolberg, Roßlar, Berger Kelpra, Brücken und auch in den umliegenden Orten, dass man einmal intensiv über ein biblisches Buch nachdenkt. In diesem Jahr ist es das Buch Daniel. Die Bibelwoche, sie behandelt 7 verschiedene Texte aus diesem biblischen Buch. Das Buch Daniel ist ein Buch, ein biblisches Buch, das in der Bibliothek der Bücher in der Bibel enthalten ist. Im Alten Testament, wenn man dort aufschlägt, sieht man bei den Prophetenbüchern nach Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Hesekiel den Propheten Daniel. Und dieses Daniel-Buch ist also relativ weit hinten im Bereich des Alten Testamentes, ein Buch mit insgesamt 12 Kapiteln. Und dieses Buch, diese Kapitel, sie erzählen von Daniel in Geschichten über ihn und in Visionen, in Eindrücken, in Träumen, die er selbst hat. Also manchmal wird Daniel in der 3. Person beschrieben und manchmal spricht er in der 1. Person. Das Buch Daniel, es ist im Originalen, wie man es in so einer hebräischen Bibel lesen kann, auf Hebräisch und auf Aramäisch geschrieben. Also es beginnt hebräisch vom 1. Kapitel bis Kapitel 2, Vers 4 ist es hebräisch. Danach ist es bis zum Ende des Kapitels 7 aramäisch verfasst und die letzten Kapitel sind dann wieder in hebräischer Form geschrieben. Wenn man also ein Buch hat mit verschiedenen Blickwinkeln und das auch in verschiedenen Sprachen aufgeschrieben ist, dann kann man vielleicht ahnen, dass es eine komplizierte Entstehungsgeschichte hat. Also beim Buch Daniel, da war es nicht so, dass jemand sich hingesetzt hat und von vorne bis hinten alles aufgeschrieben hat, sondern das Buch ist wie so eine Sammlung in sich mit Geschichten über Daniel und auch mit Texten, die Daniel zugeschrieben worden sind. Und so handelt vieles eigentlich im 6. Jahrhundert vor Christus, aber viele Bezüge deuten auch auf das 2. Jahrhundert vor Christus hin. Von Daniel, da gibt es eine Reihe Bilder. Vieles, was man vielleicht vor Augen hat. Da gibt es den Daniel, der in der Löwengrube sitzt. Zum Beispiel hier ein Bild von Rubens. Das ist eine ganz bekannte Geschichte für Kindergottesdienste. Oder es gibt den Daniel, der erlebt, wie der König eine Schrift an der Wand sieht und er deutet sie, das Mene Tekel. Und manch anderes ist in diesem Buch enthalten und es lohnt sich wirklich einmal so am Stück 7 verschiedene Texte sich vorzustellen, mitzuhören, mitzulesen und auch darüber nachzudenken, was es für unser eigenes Leben bedeutet. Der Bibelwochentext für diese erste Bibelwocheneinheit, der ist Daniel 1, also das erste Kapitel. Und ich lese diesen Text hier aus diesem Bibelwochenheft, das es auch in den Kirchen gibt oder auch bei Veranstaltungen, wenn man auch gerne mitlesen will. Ich lese den Text nicht in einem Stück, sondern so in Abschnitten. Dann ist es vielleicht am Bildschirm nicht so langweilig und man kommt besser auch mit dem, worum es geht. Es war im 3. Jahr der Herrschaft von Jojakim, dem König von Juda. Da zog Nebukadnezar, der König von Babylonien, nach Jerusalem und belagerte es. Gott gab Jojakim, den König von Juda, in die Gewalt Nebukadnezars. Auch einen Teil der wertvollen Gefäße aus dem Hause Gottes gab er Nebukadnezar zur Beute. Der ließ sie in das Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes. Er brachte die Gefäße in das Schatzhaus seines Gottes. Es beginnt mit einer Eroberung. Zur damaligen Zeit, so um 586, 87, da war der Nabel der Welt nicht Washington, nicht Moskau, nicht Peking, sondern Babylon. Das babylonische Reich hatte die größte Macht und der Rivale, das war Ägypten. Und Israel schwankte immer so ein bisschen zwischen beiden Bündnismöglichkeiten mit Ägypten oder mit Babylon. Und als es sich für Ägypten entschieden hat,
Da kommen die Babylonier, um das aufsässige kleine Volk da an Mittelmeerstreifen zu belagern und zu besiegen. Und dann ist ja die Frage, wie geht ein Eroberer mit diesem eroberten Gebiet um? König Nebukadnezar sagte zu Aschpenas, seinem Palastvorsteher: Wähl von den Israeliten einige aus, sie sollen aus dem Königshaus sein oder aus angesehenen Familien stammen. Es sollen junge Männer sein, an denen es nichts auszusetzen gibt. Sie sollen schön sein, weise und klug, einsichtig und verständig. Also geeignet, in den Dienst am Königshof einzutreten. Sie sollen unsere Schrift und unsere Sprache lernen, hier in Babylonien. Gib ihnen jeden Tag etwas von der königlichen Tafel zu essen. Sie sollen den Wein trinken, den auch ich trinke, und die Männer sollen 3 Jahre lang ausgebildet werden und dann in meinen Dienst eintreten. Wenn man ein Land erobert, damals im 6. Jahrhundert vor Christus, dann stellte sich danach natürlich die große Frage, wie befriedet man es? Wie schafft man, dass es ein gutes, ein gedeihliches Miteinander gibt, dass das Land auch sich entwickelt und Steuern zahlt, aber unter der Herrschaft bleibt von dem, der es erobert hat. Und da taten es die Babylonier wie viele vor ihm und auch viele nach ihm. Sie wollten ihre Herrschaft auch mit der Kultur dort verbinden. Und darum beschloss König Nebukadnezar, der babylonische König, dass auch etliche junge Männer aus gutem Hause von Jerusalem in Babylon erzogen werden. Dort alles lernen, wie die babylonische Kultur, die Sprache ist, auch die Schreibweise der Keilzeichen. Und dass sie dann sozusagen das Verbindungsglied zwischen beiden Reichen sind, also dass die Herrschaft von Babylon dann auch später in Israel dauerhaft gefestigt ist. Und so kommt Daniel mit etlichen anderen von Jerusalem nach Babylon, in die Fremde. Sie kamen wohin, wo alles anders war, wo man wie ganz neu anfangen musste. Und nicht nur neu anfangen in einem neuen Land, mit einer neuen Sprache, mit einer neuen Kultur, sondern auch neu anfangen mit einer neuen Religion. Denn das babylonische Reich, es war von bestimmten babylonischen Gottheiten geprägt. Es gab große Tempel, es gab Götterverehrungen. Und da kommen also diese jungen Menschen hin und sie bringen ihren Glauben an den einen Gott mit, den man nicht sieht, dessen Name man eigentlich nicht aussprechen kann, von dem es einen einzigen Tempel nur geben darf. Wie geht man damit um? Das ganze Daniel-Buch, es lebt eigentlich von dieser Ausgangsfrage. Wie geht es uns in einem Leben, wo vieles neu und anders ist als das, was wir gewohnt sind? Oder in heutiger Zeit könnte man sagen, wie leben wir als Christen eigentlich unseren Glauben in einer Welt, in der hier zumindest in unserer Region nur noch einige mit Gott verbunden sind und mit der Kirche. Wie geht man damit um? So hier in unserer Gegend, Goldene Aue und Südharz, da sind so ungefähr noch 20%, also jeder Fünfte in der Kirche. Plus minus, das kann von jedem Ort variieren. Und man merkt, dass in der Schule, auch auf der Arbeitsstelle, in der Politik, in dem wie alles ist in unserer Gesellschaft, Glaube und Christsein keine große Rolle mehr spielt. Auf dem Papier danach, da gibt es schon manches und auch christliche Feiertage werden von allen gefeiert. Aber wie lebt man eigentlich in einer Welt, in der Kinder so von klein auf erleben, wie es mir auch ging, als ich jung war, dass man als Christ, der zur Kirche gehört, eigentlich eher ein Außenseiter ist? Was tut das mit unserem Denken und mit unserem Verständnis? Das fragt das Daniel-Buch. Und ich glaube, es ist gerade für unsere Zeit ganz interessant, so im Blick, wie es Christen geht in einer Welt, die zumindest in Deutschland eher unkirchlich und unreligiös ist, wie man, was man tut, was gut ist, was einem auch hilft, bei dem zu bleiben, was man selbst als wichtig empfindet. Also mit der Grundfrage schauen wir jetzt auf die Hauptperson, auf Daniel. Unter den ausgesuchten Männern aus Juda waren auch Daniel und Hanania, Mischael und Asaja.
Der Palastvorsteher in Babylon gab ihnen aber andere Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Schadrach, Michael nannte er Meschach und Asaja nannte er Abednego. Nomen ist Omen, so sagt man manchmal. Die Namen drücken was aus. Als wir überlegt haben, wie wir unsere Kinder nennen, da hat das für uns auch eine Rolle gespielt. Welche Bedeutung haben die Namen? Uns hat zum Beispiel für einen unserer Söhne der Name Linus gut gefallen, aber Linus kommt von Linus Klagelied. Und das war eigentlich ein typischer Name mal, wenn Mütter bei der Geburt sterben. Und auch wenn das heute keiner weiß und Linus ein schöner Name ist, haben wir gedacht, das passt nicht. Also sich zu überlegen, welche Namen gut passen und welche Bedeutung sie haben. Und das spielt auch am Anfang des Daniel-Buches eine Rolle, wo Daniel und drei weitere jüdische junge Männer vorgestellt werden. Und die haben einen Namen, den sie mitbringen, und dann werden sie in Babylonien neu benannt. Und damit sie ihn nicht durcheinander bringen, habe ich ihnen das hier mal sozusagen kurz abgedruckt. Und da ist die Namensbedeutung interessant. Daniel, das ist ein hebräischer Name, der heißt Gott ist mein Richter. Und der wird dann zu Belshazzar, das heißt Bel, das ist ein babylonischer Gott, beschütze das Leben des Königs. Also aus dem Gottesbezug zu dem hebräischen Gott wird ein Gottesbezug zu Bel. Bei Hanania, das ist eine Namensbedeutung, die heißt Gott hat geantwortet. Und sein neuer Name ist Schadrach. Und das meint eigentlich dem Mithras zugehörig. Mithras, das ist dann der griechische Name eines babylonischen Gottes, der damals auch schon eine große Rolle spielte. Michael, das ist für uns ein ganz bekannter Name. Wer ist wie Gott? Ein Lob Gottes im Hebräischen. Und Michael wird zu Meschach. Und das heißt auch mit Mithras verbunden. Und Asaja, Asaja meint auf Hebräisch Gott hilft. Und Abednego, das ist ein neuer Name, das heißt ein Verehrer des Gottes Nabu, ein Diener des Gottes Nabu. Und so bekommen am Anfang der Geschichte diese vier jungen jüdischen Männer, Daniel und seine Freunde, neue Namen, die zu der Kultur passen. Ich bin in der Zeit nach der Wende häufig nach Rumänien gefahren, in ein Gebiet, wo es eine ungarisch sprechende Minderheit gab. Und die konnten den Namen Volker zum Beispiel schwer aussprechen. Und da ist aus Volker dort Forkosch geworden. Das heißt eigentlich Wolf. Forkosch, so wurde ich dort oft genannt, weil es irgendwie dann ein Name war, der zur Kultur, zum Sprachraum passt. So ähnlich passiert es also Daniel und seinen Freunden. Und sie bekommen also babylonische Namen. Und vielleicht sind diese neuen Namen auch ein gutes Zeichen dafür, wie es ist in einer Kultur, wo wir leben. Denn da, wo wir sind, das prägt unsere Namen. Wenn Sie sich anschauen, wie die Namenslisten zur Zeit sind, welche gerade wichtig sind und welche Namen auch vor 30, vor 50 Jahren in Mode waren, dann sieht man, dass Namen immer auch ein Spiegel der Gesellschaft sind. Egal, was wir tun, wir sind als Menschen immer auch Teil dessen, wie es ist. Und dass es so am Anfang des Daniel-Buches steht, das will auch erzählen, dass Daniel und dann die drei Freunde, die mit dorthin kamen, dass die auch in eine Kultur kamen, die sie selbst geprägt hat. Das ging nicht spurlos an sie vorüber, sondern an ihnen vorüber, sondern sie haben auch selbst irgendwann babylonisch gedacht und babylonische auch Vorstellungen mitgeteilt. Eine neue Sprache und neue Namen. Das haben wir Menschen irgendwie durch alle Jahrhunderte so an sich, dass man immer auch mit der Sprache und dann auch mit der Sprache verbunden, mit einem Kulturraum in Verbindung steht, wenn man eben in einer anderen Kultur ist. Das konnte man zum Beispiel sehen in den Zeiten, als die DDR noch so in den großen Raum des Warschauer Pakts mit zu unseren russischen Brüdern und Schwestern gehörte. Da war es vollkommen selbstverständlich, dass man mit der 5. Klasse fleißig die Sprache lernte. Vielleicht kennen Sie auch noch diese Schulbücher aus dem Russischunterricht. Das gehörte dazu, dass man die Sprache konnte und doch Teil hatte so an der Vorstellungswelt, die mit dieser Sprache verbunden ist. Heute hat sich die politische Lage etwas geändert und darum ist Englisch die erste Sprache,
wie man lernt in der Schule und in manchen Gegenden von Deutschland, die dicht an Frankreich sind, ist es natürlich Französisch. Also Sprache und das, wie man damit umgeht, wie man lernt, das prägt uns. Und das hat auch Daniel und seine drei Freunde geprägt. Also Daniel macht uns Mut, dort wo wir sind, in dem Dorf, in der Stadt, in dem Umfeld, in dem Betrieb, in der Familie, dass wir Ja dazu sagen und sagen, ja, da leben wir, da gehören wir dazu. Da passen wir uns auch an. Aber Anpassung, die geht nicht darum, dass man 100% gleich wird, sondern dass man das, was einem wichtig war, auch in einem neuen Umfeld bewahrt. Und das wird bei Daniel und seinen Freunden an einem ganz einfachen Beispiel sichtbar. Daniel war fest entschlossen, die königlichen Speisen nicht anzurühren, denn dadurch würde er sich unrein machen. Er bat den Palastvorsteher, sich nicht unrein machen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel wohlgesinnt war und verständnisvoll. Er sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, aber er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Er könnte der Ansicht sein, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters. Ihr bringt mich beim König um Kopf und Kragen. Der Palastvorsteher hatte einen Aufseher gesetzt über Daniel, Hanania, Michael und Asaja. An den wandte sich Daniel und sagte, mach mit uns 10 Tage lang einen Versuch. Gib deinen Knechten Gemüse. Das wollen wir essen und nur Wasser trinken. Dann soll man uns mit den jungen Männern vergleichen, die von den Speisen des Königs essen. Je nachdem, was du dann als Ergebnis siehst, mach mit deinen Knechten weiter. Der Aufseher ließ sich darauf ein und machte 10 Tage lang den Versuch mit ihnen. Wenn man in einer anderen Kultur lebt, dann besteht ja die Gefahr, dass man sich selbst aufgibt oder seine eigene Identität verliert. Dass man es zum Beispiel irgendwann, weil überall ringsherum es so zu sein scheint, vollkommen selbstverständlich findet, nicht zum Gottesdienst zu gehen, nicht an Gott zu glauben oder nicht selbst zu beten. Wir Menschen brauchen darum bei bestimmten Punkten so identitätsstiftende Dinge, die uns wieder daran erinnern, was für unser Herz, was uns selbst wichtig ist. Für Daniel und seine Freunde ist das das Essen. Ein Bereich, der für uns vielleicht gar nicht so entscheidend ist, weil in unserer europäisch geprägten Welt wir normalerweise einen relativ guten Konsens haben, was man gut essen kann und was man nicht essen sollte. Irgendwelche Fledermäuse zum Beispiel. Aber damals in Babylon, da war Essen etwas, was ein Knackpunkt war. Denn nach jüdischen Geboten, und es gibt davon viele Speisegebote in der Bibel, da gibt es eine Reihe Vorschriften, doch vieles, was nicht erlaubt, was nicht koscher, was nicht rein ist. Darum sagt Daniel auch, dass ich nicht unrein werde. Aber das königliche Gebot war, dass die jungen Männer mit von den Speisen essen sollten, die es beim König gab. Also, man kann sich mal vorstellen, guten Schinken, gute Salami und was vielleicht noch dazu gehört. Und dazu natürlich noch einen guten Tropfen Wein bei jedem Essen, das es gab. Das war etwas, mit dem haben sich Daniel und seine Freunde schwer getan. Das war etwas, was sie auf keinen Fall wollten, weil zu ihrem Innersten, zu ihrer Identität, zu ihrem Glauben gehörte, dass man auch bestimmte Dinge tut und in bestimmter Weise sich verhält. Und sie haben gesagt, also statt diesem lieber frisches Obst oder Gemüse und trinken, da wollen wir nur Wasser. Also das Essen als so ein Punkt, wo die Identität herausgefordert ist, was das Richtige ist. Das babylonische Essen oder Obst, Gemüse und Wasser. Die Diskussion um vegetarisch, vegan oder Fleischkonsum, der gut und auch richtig ist, die stecken in diesem Text noch nicht drin, aber auch da kann man manche interessante Schlüsse ziehen. Für Daniel, da war es so, dass es seine Identität, sein Leben damit verbunden war, was er tut. Und so bittet er den zuständigen Speisemeister, den Palastvorsteher, eine Probe zu machen.
Lass uns 10 Tage Gemüse und Obst essen und Wasser trinken. Und dann schau uns an und vergleich uns mit den ganzen anderen, die Wein trinken, die Schinken, Salami und wer weiß, wie die babylonischen Gerichte alle so waren, zu sich nehmen. Und dann wirst du sehen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch für uns wichtig ist. Dass wir als Christen leben mit Grundsätzen, die uns wichtig sind. Zu sagen, dass Streit nicht das ist, worum es geht, sondern Frieden. Dass wir nicht sagen, Geld ist das Wichtigste, wenn es um eine Erbschaft geht, sondern eher um Gemeinschaft und Miteinander und das Geld nicht ganz vorne steht. Dass wir für Versöhnung eintreten und auch dafür, dass die, die gemobbt werden oder die schwach sind oder die Hilfe brauchen, auch Hilfe kommen. Und dann, so sagt Daniel, dann wird man nach einer Zeit sehen, welches Leben besser ist, welches Leben gelingt, was uns als Mensch gut tut. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass Glaube an Gott etwas ist, was uns gut tut im Leben. Und ich würde sagen, bei vielen Menschen, die ich so kenne in meinen Kirchengemeinden, auch gerade wenn man dann so im Alter zurückschaut auf ein längeres, langes Leben, dann glaube ich, dass man sagen kann, ja, Glaube an Gott, das tut uns gut. Das ist nicht nur eine Vorstellung, eine Mehr, irgendetwas, sondern das tut uns gut, das verändert unsere Herzen. Und das sagt Daniel, nach 10 Tagen schon kann man es sehen, dass es uns besser geht. Also hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Nach 10 Tagen sahen sie besser und kräftiger aus als alle Männer, die königliche Speise aßen. Da nahm der Aufseher Daniel und seinen Freunden die Speisen und den Wein weg, den sie trinken sollten, und gab ihnen stattdessen Gemüse. Und Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Erkenntnis und Weisheit. Also, sie lassen sich darauf ein und sie behalten ihren Glauben an den einen Gott, den sie von Kindesbein erlebt haben, dessen Tempel sie in Jerusalem kannten. Den Glauben, dessen Gebote für sie Mose weitergegeben hat. Sie halten daran fest, auch in Zeiten, die eben herausgefordert sind, auch in der Fremde, auch in aller Anpassung. Und ich glaube, da können wir in Daniel wirklich ein Vorbild sehen für unsere Zeit. Dazu zu stehen, was einem wichtig ist und trotzdem ganz dort zu sein, wo wir leben, wo wir wohnen, wo wir zu Hause sind. Wie geht es weiter mit Daniel und seinen Freunden? Schon bald kannten sie sich in allen Wissensgebieten gut aus. Daniel verstand sich außerdem darauf, Visionen und Träume aller Art zu deuten. Nebukadnezar hatte befohlen, die Männer nach 3 Jahren zu ihm zu bringen. Als diese Zeit vorbei war, brachte der Palastvorsteher sie zum König. Und der König unterhielt sich mit den Männern. Er fand unter ihnen niemanden, der so war wie Daniel, Hanania, Michael und Asaja. So kamen sie in den Dienst des Königs. Der König befragte sie zu vielen Dingen, ganz egal, was es auch war. Er fand sie 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Magier in seinem Königreich. Und Daniel blieb im königlichen Dienst bis zum ersten Regierungsjahr von König Kyros. Daniel und die 3 anderen, sie treten in den königlichen Dienst ein. Und sie haben viel gelernt. Sie werden wahrscheinlich akzentfrei babylonisch gesprochen haben und sich ausgekannt haben, auch mit vielen religiösen Traditionen dieser Zeit. Sie waren ganz dort in dem Land, in der Stadt Babylon, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Aber sie waren dort und die Bibel erzählt so ein wenig, dieses Daniel-Buch, dass Gott ihnen für das Leben Gnade schenkt. Gnade, dass ihnen Dinge selbst gelingen und Gnade, dass auch die, mit denen sie zu tun haben, ihnen wohlgesonnen sind. Also der König und auch alle, die dazugehören. Wer sich einlässt auf ein Leben mit Gott und wer festhält auch an dem, was ihm selbst wichtig ist im Glauben und das auch zeigt in seinem Leben, dem schenkt Gott Gnade, ein erfülltes, ein gutes Leben, wenn auch mit manchen Herausforderungen, aber davon erzählen dann auch die späteren Bibelwochentexte. Dass Gott
die Dinge trotzdem in den Händen hält und dass Gott uns Gnade schenkt.